Historische Augusttage des Jahres 1961. Die Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee handeln getreu ihrem Schwur. Söhne deutscher Arbeiter und Bauern sichern die Staatsgrenze in Berlin. Und jeder gepanzerte Wagen ist ein Stück unserer Macht. Aufgefahren zum Schutze des Friedens. Die gewohnt sind, ihre Hände zu gebrauchen und den Reichtum des Volkes zu mehren, wissen auch die Waffen zu handhaben. Dafür wird gedankt. Der eiserne Riegel bringt Abenteurer und Hasardeure zur Raison. So wuchs der antifaschistische Schutzwall. Und hinter dem Wall die lebendige Mauer. In diesem Grenzabschnitt war ein gewisser Klein eingesetzt, der Gruppenführer dieser Soldaten. Doch der Feind hat ihn weich gemacht. Er wurde zum Verräter. Der Linke da, das ist er. An seiner Seite seinesgleichen. Was sie den westdeutschen Fernsehzuschauern zu sagen hatten, hörte sich so an. Einander trauen, war das so? Das Verhältnis untereinander war sehr schlecht, denn man konnte keinem mehr trauen. Bei uns in der Kompanie war es so, wo wir reingekommen sind von der Grenze draußen und sind vielleicht drin gekommen zum Kompaniechef und da hat er uns schon wieder einen Verweis gegeben oder Bestrafung, weil da war vorneweg schon wieder einer drin gewesen, der uns verraten hat und so weiter. Das Vertrauen war sehr schlecht. Welchen Eindruck hatten Sie zum Arbeiter, was meinte er zu Ihnen, zu den jungen Soldaten der Grenzpolizei? Also ich hatte immer den Eindruck, als wenn man als Mensch zweiter Klasse behandelt wird. Man wurde einfach nicht beachtet, man wurde übergangen. Haben Sie mal mit den Arbeitern gesprochen, haben Sie mit ihnen diskutiert? Haben Sie sie gefragt, warum tragt er die Uniform? Ich habe mir auf solche Diskussionen meistens gar nicht eingehen lassen. Sie sind ihnen aus dem Weg gegangen? Ja. Aber es waren doch eigentlich Ihre Arbeiter und Bauern, die Sie zu verteidigen hatten. Ja, die waren uns auch nicht wohlgesinnt. Die waren ihnen nicht wohlgesinnt. Hat das letzten Endes auch dazu geführt, dass sie ihren Staat verlassen? Ein ironisches Ja. Aber der Wahn ist kurz, die Reue wird lang. Wer seiner Klasse Treue schwört, doch diese Treue bricht, den richtet die Klasse. Sein Weg begann hier. Er hörte auf das, was der Feind sagte. Er ließ sich von den Fassaden blenden. Er suchte das Abenteuer. Und er las, was der Feind schrieb. All das geschah, als er noch kein Soldat gewesen war. Später sah es so um ihn aus. Mehr als die Hälfte seines Gehaltes ließ er dort. Auch am Tage der Flucht zog es ihn dorthin.
Dann führte sein Weg ihn ins Verderben. Er verriet nicht nur die Klasse, er kämpfte gegen sie und hetzte zum Krieg. Als er noch zur Schule ging, saßen Burjanek und seine Bande auf der Anklagebank. Einige lumpige Groschen wegen bereiteten sie Mord und Terror vor. Er hätte ihr Opfer werden können. Nun steht er selbst vor den Schranken des Gerichts. Einer ihresgleichen. Angeklagt der schweren Spionage, der Fahnenflucht und der Das waren seine Genossen. Er gefährdete ihr Leben, denn der Feind animierte ihn zum Mörder. 6 Grenzdurchbrüche gab es in diesem Abschnitt. Eine Folge des Verrats. Und der Lohn für den Judas? 5x20 Westmark. Wer in diesen Häusern wohnen will, muss das Doppelte an Miete zahlen. Oder er haust so. Das ist ein Bruchteil des Einsatzes an einer Scheibe, die weder reich noch glücklich macht. Das ist ein Handgeld für jene, die sie ihren Dächern krümmen. Und das zahlt man im Bonner Staat für die zur Ware gemachten Frau. Fünfmal 20 Westmark. Für diese Summe verkaufte er sich dem Feind, der die Klasse auf den Schlachtfeldern erbarmungslos verbluten ließ und unserem Volk unendlich viel Leid und Tränen brachte. Kaufte sich denen, die dabei sind, ein neues Morden vorzubereiten. Das drucken westdeutsche Illustrierte. Aber sie drucken nicht, dass diese Boote von Nazi-Admiralen kommandiert werden. Ihre Namen? Rogge und Ruge. Unter Hitler? Piraten auf allen Meeren der Welt. Sie drucken nicht, dass der Befehlshaber dieser eisernen Särge ein Henker ist. Sein Name? Speidel. Unter Hitler? Organisator des Königsmordes von Marseille und Taktiker der verbrannten Erde. Dieser untergehenden Welt glaubte der Verräter. Er kehrte dem Staat der Arbeiter und Bauern den Rücken, den er nie geachtet, doch stets genutzt. Und er war ein Heuchler. Ein Mensch ohne Gefühl und Gewissen. Dass sie eine seiner 6 Geliebten war, musste ihr erst gesagt werden. Was sie nicht fassen konnte, bestätigte er. So trieb er sie zur Verzweiflung, der er Monate zuvor den Weg in den Westen freimachen wollte. Die entscheidende Ursache seiner Flucht war der Zweifel an dem unausbleiblichen Sieg des Sozialismus in ganz Deutschland. Ihn interessierte nie die Politik. Der Feind hat mit ihm Politik gemacht. Ihm war alles gleich. Die Genossen denken darüber anders. Der Feind hat ihn ausgepresst. Aus Dieter Klein wurde der Verräter Nummer 64. Er heißt wieder Klein. Aber im Namen des Volkes heißt es auch 15 Jahre Zuchthaus. Ein hartes, doch gerechtes Urteil. Wer dem Feind hilft, endet so. Thank you.
Der 20. September 1963, nachmittags. Der Feuerdienst ist beendet. Die 85mm Batterie Elsner rückt ein. Eine alltägliche Aufgabe ist erfüllt. Ruhe, Freizeit, alle denken an den morgigen Tag. Im Dienstplan steht 21. September, 6 Uhr, 25 Kilometer Marsch. Wie werden die Genossen bestehen? Sind auch die scheinbaren Nebensächlichkeiten bedacht? Was bleibt noch zu tun? 2 Stunden später. Der Batteriechef, Hauptmann Elsner, will seine Unteroffiziere noch einmal selbst erfahren lassen, wie sehr das kleinste Versäumnis auf dem morgigen Marsch zur drückenden Last werden kann. Was soll denn das? Wir wissen doch, worauf es morgen ankommt. Ja, Hauptmann Elsner weiß, dass sie wissen. Aber er sagt sich, auch der beste Unteroffizier wird nur dann die richtigen Forderungen an seine Soldaten stellen, wenn er solche Erfahrungen weitergibt, die er am eigenen Leibe verspürt hat. Die wichtigste Erfahrung ist, im militärischen Leben gibt es keine Nebensächlichkeiten. Unteroffizier Spindler, vortreten. Gerd, schauen Sie sich mal den Sitz seiner Schutzplane an. Das heißt, im Ernstfall wäre er bei einem chemischen Überfall nicht in der Lage, sich zu schützen. Unteroffizier Pospich hat jetzt verstanden, was diese Ausbildung sollte. Unteroffizier Stöber, Ihr Tragegurt ist zu locker. Wenige Minuten im Gelände haben es ans Licht gebracht. Lockere Riemen und Tragegurte, rutschendes Sturmgepäck, eine verlorene Schutzplane. Morgen darf es das nicht geben. Der Ausbildung und der Erkenntnisse, die Sie jetzt am eigenen Leib gewonnen haben, haben Sie noch heute den Sitz und die Befestigung der Ausrüstungsgegenstände Ihrer Soldaten zu überprüfen. Wenn ihr hingeht, Frau Lorenz, zeigen Sie mir Ihren Teil ein. Gut gewickelt. Hier ist etwas zu locker, wir müssen noch warten. Ja,
Schützplan ist auch in Ordnung. Bloß etwas straffer. Das ist es neben das. Da schneiden Sie unten dann das nochmal auf. So, Sie müssen sich auch noch Spinde besorgen, ja? Schutzpläne lassen wir so. Zeltplan ist auch in Ordnung, machen Sie klar. Das Schuhwerk ist bei allen in Ordnung, ja? Die letzten Mängel werden beseitigt. Die Ausrüstung ist in Ordnung. An den Sachen gibt es nichts mehr auszusetzen. Aber haben alle Genossen auch begriffen, warum die Vorgesetzten, scheinbar kleinlich, an jedem Riemchen zupfen? Ist auch Ordnung in den Köpfen? Zum Marschieren braucht der Soldat nicht nur zwei Beine. Hauptmann Elsner sorgt für politisches Marschgepäck. Er liest aus Alexander Becks Buch Die Wolokolamska Chaussee das Kapitel Der Tabakmarsch. Ich werde nicht alle Einzelheiten über die Ausbildung der Soldaten erzählen. Nur über einen Marsch will ich sprechen, der in der bis jetzt noch ungeschriebenen Bataillonschronik der Tabakmarsch heißt. Es waren etwa 7 oder 8 Tage vergangen, seitdem ich das Bataillon übernommen hatte. Wir waren schon ausgerüstet. Wir übten uns im Schießen, lernten Robben, Marschieren, im Sprung vorgehen und uns verschanzen. Eines Abends bekamen wir den Befehl, im Morgengrauen aufbrechen, 50 Kilometer bis zu einem Kennzeichen im Flusstal marschieren, dort nächtigen und gegen Abend des nächsten Tages den Rückmarsch antreten. Die Soldaten bereiteten sich auf den Marsch vor, legten sich frühzeitig schlafen und noch vor Sonnenaufgang stand das Bataillon marschbereit. Einer, der nie Soldat war, wäre sicherlich von der Truppe beeindruckt gewesen. Die Reihen waren gut ausgerichtet, an den Karabinern blinkten neue Bajonette, die Soldaten standen wie ein Mann in voller Ausrüstung, mit eingerollten Mänteln, mit Schutzmasken und Feldspaten in grünlichen, nicht verblassten Hüllen, mit Stahlhelmen, die am Rucksack befestigt waren. An den Koppeln hingen Handgranaten und schwere Patronentaschen. Bei vielen schien mir die Patronentasche besonders schwer zu sein. Sie zog das Koppel übermäßig tief herunter. Ich sah lose, eingerollte, wulstig überstehende Mäntel, Rucksäcke mit nicht festgespannten Tragriemen, Brotbeutel, die auf dem Bauch hingen. Nur wenige Soldaten zeichneten sich durch wirklich soldatische Korrektheit aus. Unter ihnen war Kurbatow. Ich rief ihn aus der Reihe und sagte, Genossen, hier steht ein Gruppenführer, der sich so ausgerüstet hat, wie es sich für einen Soldaten gehört. Ihm wird der Marsch leichter fallen als anderen. Seht nur her, wie bei ihm alles sitzt, wie festgezogen die Riemen sind. Ich habe euch das 20 Mal erklärt und gezeigt, aber ihr versteht es trotzdem nicht. Wahrscheinlich ist meine Sprache nicht hart genug. Ich werde nun nicht mehr reden, sondern überlasse dies euren Mänteln, euren Spaten, euren Rucksäcken. Mögen sie mit euch reden. Ihr glaubt, sie hätten keine Zunge. Sie haben eine schärfere als die meine. Soldat Garkuscha zu mir. Der immer lächelnde, stupsnasige Garkuscha lief herbei. Der Brotbeutel rutschte nach vorn und pendelte beim Laufen. Marschfertig? Marschfertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Kurbatow. Soldat Galupsow zu mir. Galupsows eingerollter Mantel war so dick, dass er ihm fast ins Genick rutschte. Der Rucksack hing nicht auf dem Rücken, sondern tief im Kreuz. Marschfertig? Marschfertig, Genosse Bataillonskommandeur. Stell dich neben Garkuscha. Nachdem ich 10 Soldaten vorgerufen hatte, an denen alles besonders augenfällig baumelte, stellte ich sie an die Spitze der Kolonne. Bataillon stillgestanden, rechts um, im Gleichschritt Marsch. Es ging los. Ich blieb an der Spitze und beobachtete die 10 Soldaten. Garkuscha rückte fortwährend seinen Brotbeutel zur Seite, der ihm gegen die Beine schlug. Galupsow wollte die Mantelrolle wegschieben, da die groben Stichelhaare des Mantelstoffes seinen Hals scheuerten. Einem dritten war der Feldspaten hinderlich. Im Gehen versuchten sie, sich zu helfen. Nach einer knappen halben Stunde streckte Garkuscha den Bauch vor, um dem Beutel einen Halt zu geben.
Galupsow wand den Hals hin und her. Auch der Rucksack begann ihn zu stören. So marschierten wir 6 Kilometer. Dann befahl ich eine Rast. Wieder wies ich auf den Soldaten Kurbatow. Dann rief ich, Garkuscha zu mir! Gebückt lief er herbei. Im Zug lachte man. Nun, Garkuscha, melde! Marsch fertig! Er schwieg, düster. Hat dein Brotbeutel mit dir gesprochen? Jawohl. Nun, dann erzähle mal den anderen, was er zu dir gesagt hat. Er schwieg. Erzähle nur, geniere dich nicht. Was ist da zu erzählen? Unser einer glaubt Worten nicht. Na, denkt man, wenn wir erst mal angreifen. Und, hast du angegriffen? Ich nicht, aber der Beutel. Und Garkuscha stieß einen Fluch aus, den man nicht zu Papier bringen kann. Nachdem er sein Herz auf diese Weise erleichtert hatte, lachte er. Ich rief Galupsow. Schwitzend und mit rotgeriebenem Hals kam er. Nun seht mal hierher, Genossen. Hat deine Mantelrolle mit dir gesprochen? Und der Rucksack auch? Erzähl, was sie dir beigebracht haben. So berichteten alle, einer nach dem anderen, wie sie von ihren Sachen geplagt worden waren. Dann sagte ich, wer hat es also schwer, wenn der Mantel zu dick gerollt ist, wenn der Brotbeutel nicht an der richtigen Stelle ist? Der Soldat oder der Bataillonskommandeur? Der Soldat. Ich habe euch das 20-mal erklärt. Aber ihr habt wahrscheinlich gedacht, in Gottes Namen tun wir es ihm zu Gefallen, damit er uns nichts anhaben kann. Und habt es irgendwie gemacht. Doch nun stellt sich heraus, dass es nicht ihm zu Gefallen, sondern euch zu Gefallen befohlen wurde. Manchem haben die toten Gegenstände das jetzt beigebracht. Niemand wollte noch mit den Dingen reden. Alle hatten begriffen. Die letzten Meter. Die Haltung der Genossen strafft sich. Ihr Schritt wird fester. Die Gesichter sagen, es war nicht einfach. Für keinen. Aber wir haben es geschafft. Keiner ist zurückgeblieben. Ein Buch ist mitmarschiert. Mit dem gefreiten Kaufmann hat das Sturmgepäck gesprochen. Kanonier Sachse sah es und nahm ihm sein Gepäck ab. Gute Soldaten sind ausmarschiert, bessere sind zurückgekehrt. Das ist nicht mit dem Zollstock messbar, doch alle spüren es. Und das bleibt ihnen. Der Staub lässt sich abwaschen.